Und zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, dritte Insel, Leute. Und wir haben jetzt schon ein bisschen was aufgedeckt. Und ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt hier mal hier oben so ein bisschen lang. Dann gehen wir hier runter. Genau, dann mal hierher. Da können wir sogar schon eine Schnellreise hinmachen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir dann langsam hierher. Dass wir einfach mal so ein bisschen die Karte auch aufdecken. Genau. So, okay, ich markiere mal. 270 Meter. Schauen wir, ob wir mit dem Pferd hier überhaupt hier rauskommen. Ich denke mal, wir müssen da hoch. Den wir so mit dem Pferd nicht schaffen. Ich denke, wir müssen ein bisschen klettern. In der letzten Folge haben wir hier so einen kleinen Miniboss gelegt. Das war ja unser Ziel und haben auch schon wieder ein neues Rüstungsteil von den Mongolen bekommen. Oh, komme ich nicht hoch? Okay. Eieiei, soll ich jetzt hier hochkommen? Wird schwierig. Dann muss ich außen rumgehen. Wir gehen außen rum. Obwohl, hier könnten wir hoch, gell? Na, hier muss es gehen. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Ah, schaut doch gar nicht so schlecht aus. Auch so eine Art verlassener Turm zu sein. Gipfelwachpost, mongolisches Gebiet. Wen wollen wir hier raus? Ja!
Okay, das war jetzt ein bisschen... Ja, nicht so geil. Wer schießt hier? Die Giftpfeile oder was? Ich glaube, dass die Giftpfeile haben. Kenne deinen Feind, okay. Anscheinend von den Artefakten oder so. Oh, 5 Kunai. Geile Sache. Okay, gehen wir gleich hier hin. So, dann entdeckt dort auch so ein Fischer drauf oder so. War das nicht der große Baum? Klar, das war doch die Brücke, oder? Könnte hier gewesen sein. Wir schauen einfach mal. Alter, ich hab jetzt gar nicht kommen sehen. Aber doch gemeistert. Passt doch. Können wir bestimmt auch was looten. Genau. Klar, das war doch mit dem Baum. Wir müssen mal schauen. Ist es dann auch hier? Und da drüben. Vielleicht muss ich, ob wir hier in dem Wasser schwimmen können. Oder ob das nicht zu kalt ist. Dass wir da drunter frieren. Okay, er sagt jetzt auf jeden Fall nichts.
Hätte mich also nicht gewundert, wenn wir hier so Energie abgezogen hätten. Säule der Ehre. Okay. Hier ist nochmal ein Fragezeichen. Hier vorne. Oh, ein Bambus. Probieren es mal, wenn ich dann mal das Offscreen. Okay, das war jetzt relativ einfach. Da waren schon schwierigere dabei. Okay. Hier gibt es noch Max. Sehr schön. Jetzt machen wir hier das Hauptstory. Na komm, wir lassen sie hochgehen. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Geht, glaube ich dir. Gebt auf euch Acht. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Auf geht's. Wieder Fragezeichen. Genau neben mir. Ah, ein Haiku. Machen wir natürlich. Ich glaube, das brauchen wir auch für Platin. Über Rückschläge sinnieren. Überbleibsel des Scheiterns.
kaputt und verzehrt. Okay. Weiter. Morimae Brauerei. Okay, das wird so sein. Das war nicht gut. Alter. Hat uns abgehauen, habe ich gesehen. Okay, dann schauen wir doch mal. Geiseln retten wieder.
Chiharu. Yasumbe. Ready? Zateki. Wieder das Falsche geworfen. Rauchbombe. Alles wird wieder gut. Ich stehe tief in eurer Schuld. Vorsicht da draußen. Okay, ermorde einen Gegner von oben. Das dürfte nicht so schwer sein. Negumben. Sie werden uns beide töten. Ach, uns tötet keiner. Wo sind wir jetzt? Okay. Stillhalten. Endlich frei! Geht. Gebt auf euch Acht. Okay, zwei Geiseln noch. Drüben sind welche. Thank you.
Wo steht denn der? Da. Da hinten. Bald seid ihr frei. So, eine noch. Meine Gebete wurden erhört. Ihr seid sicher. Hela. Hilf mir! Alles wird wieder gut. Ja, Baby! Danke, dass ihr uns gerettet habt, mein Herr. Man gab uns dieses Rüstungsteil, damit wir es beschützen. Okay, hätten wir schon drei. In euren Händen ist es sicherer. Ihr habt recht. Es war für Koto und Khan bestimmt. Das habe ich nicht gewusst. Dank euch wird kein Mongole es je tragen. Okay. Gut, die Brauerei auch wieder frei. Was macht der denn da? Wir reden mal mit den Leuten hier. Entsetzliche Dinge geschehen auf den Straßen von Sago, mein Herr. Die Mongolen kontrollieren die Menschen gern durch Angst. Das hier war aber mehr. Ich sah sie einen Mann an einem Baum aufhängen, vor den Augen seines Vaters. Ich höre noch die Schreie des Vaters. Ich finde sie, bevor sie noch mehr anrichten. Okay, eine weitere Quest. Sehr schön. Hier so ein Fragezeichen. Das nehmen wir auch gleich mit. Ist nicht recht weit weg.
Hier will ich nicht wohnen wollen. Ah, eine heiße Quelle, sehr schön. Da müssen wir jetzt auch schon bald jetzt nicht alle haben, aber viele dürfen uns eigentlich nicht mehr fehlen. Szenieren über Takas Opfer. Ich kannte euch nicht lange. Doch ihr wart tapfer, Taka. So tapfer wie jeder Samurai. Ich hoffe, ihr wusstet es. Maximale Gesundheit erhöht. Okay. Izumi wird wahrscheinlich. Der wird der Khan wahrscheinlich sein. Unten ist auch noch ein Fragezeichen. Wir können jetzt hier gar nicht mehr zurück, gell? Im Exil ist keine Schnellreise mehr möglich. Krass. Und hier war auch noch ein Fragezeichen. Und hier auch. Das sind irgendwie alles neue Fragezeichen. Entscheidung eines Vaters. Die haben wir neu dazu bekommen. Ja komm, wir gehen mal nach Izumi hoch. Ich weiß nicht, ob wir da was machen können, aber... Wir schauen mal. Ich glaube, Izumi hieß, dass dort der Khan ist. Die Hunde auch gleich abgehauen. Fürst Sakai, ihr habt meinen Dank. Vorsicht da draußen. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Dankeschön. Oh, sieht da vorne aus. Da hoch. Also die Richtung müsste passen. 390 Meter. Oh, hier ist ein Schrein.
oder? Oder doch nicht? Sie werden für ihre Taten bezahlen. Was ist denn das jetzt hier unten? Ach, da waren wir vorher. Da vorne ist die Festung. Da vorne ist auch ein Leuchtturm. Da. Den hole ich mir jetzt schnell. Den hole ich mir. Schau, ob es hier noch irgendwas gibt. Dazu gibt es so komische Grillen. Zirpende Grillen. Ich muss sagen, es ist relativ ruhig hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, den holen wir uns auf jeden Fall. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal einen Portpunkt. Ja, die ersten paar Schritte in so einem Gebiet sind halt immer recht mühselig. Weil man halt auch keine Portpunkte oder sowas hat. Hier sind wir voll. Hier oben ist noch was. Bambus. Wow! Penner vergiften nicht jedes Mal. Wir entzünden das Feuer und dann schauen wir uns dann auch noch die Zelte an. Oh. Na, geh runter. Hier haben sie die ganzen Blumen gelagert. Oder die Pflanzen für das Gift. Na ho, nein.
Okay. Das wollte ich nicht. Okay, schauen wir uns hier draußen noch ein bisschen um. Leder. So, da müsste eigentlich alles gewesen sein. Den zählt vielleicht noch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle Schluss und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge eventuell dann hier rüber schauen. Das müsste dann Izumi sein. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das jetzt schon machen können oder ob das an der Quest gebunden ist. Schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Genau. Hier schauen wir doch mal schnell runter. Wir müssen mal schauen, ob wir uns nicht irgendwie die Taschen vergrößern können. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.